Gerade an, scheiße. Nein, ich bin runter. Okay. Gut. Ich kann den Chat sehen. Auf jeden Fall dachte ich mir, wir spielen, oder du dachtest hier eher, wir beide dachten uns, so, das hier gegeneinander, eine Runde, Super Mario 64, Racen, meine lieben Freunde, ja, Racen, das heißt, er muss, ganze, ja, ich weiß nicht, wie viele Sterne, 25, 30? Je nachdem, wir schauen mal. Wir schauen mal, bis eine Pizza kommt erstmal, und, ja, ich muss 20. Und ich werde verkacken, weil, falls ihr es nicht wusstet, ich bin Jan und ich bin der übelste Noob in Super Mario 64. Ja. Traurige Tatsache. Und André ist auch dabei. Hallo, André. Hallo. Er ist sein erstes Mal, Freunde. Ihr müsst ihm das verzeihen, ja. Ich muss mal kurz Spotify ausmachen, so. Im Schloss oder bist du vor dem Schloss? Ich bin gerade noch in der Frequenz drin. Sekunde. Ups, so, okay. Oh, Mann, ich stopp die ganze Zeit aus Versehen, so. Ich hab vorhin hast du schon Lakito angesprochen? Ja, ich kann ins Schloss rein. Okay, Sekunde, dann spreche ich ihn auch gleich an, so. Oder kriege ich diesmal den Lakito-Skip hin? Ja, Leute, kriege ich ihn hin? Ich bin ins Wasser gefallen, ne? Du musst warten auf mich. Ich bin im Wasser! Es fängt schon mal gut an! Aber diesmal werde ich, wie du es mir gestern gesagt hast, ich werde diesmal nicht zuerst die Eiswelt machen, nach der ersten. Ich mute mich lieber aufgrund der Pestbeule im Hintergrund, ne? Ja, okay. Oder so. Beule. Pestball. Ja, okay. Go, wir können rein. Ja, warte. Also, ich bin jetzt drin. Ja, ich bin auch drin. So, stellen wir auf den Stern wieder. Was? Wieder auf den Stern stehen. Ja. Okay. Ich stehe drauf. Okay. 3, 2, 1, go. Ja, hab gewonnen. Sport. Ich hab keine Cheats an. Kannst du die Stream-Zuschauer fragen? Hier sind zwar keine, aber du könntest die fragen. Ich hab hier den Chat. So, ja, komm. Digga, ich frag mich hier wirklich, als ob man hier wirklich 100 rote Münzen sammeln kann. Als ob das hier alles über 100 sind hier drin. Das sieht aus wie so, keine Ahnung, so wie 10 oder so. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht 100 rote Münzen. What the fuck? Hey, wie viele soll man hier denn, wie viele sammelst du denn hier? 8. Ach, 8? Ich dachte 100. What the fuck? Hab mich schon gewundert, weil das so wenig aussah. Irgendwie. Der Nummer 1 ist da. Hä? Achso, du hast den geholt. Leute, wenn ihr bei ihm vorbeischauen wollt, ja, sein Twitch-Kanal, er hat keinen Twitch, ist in der Videobeschreibung, hier gibt es keine Videobeschreibung. Na, ist ja auch egal. Wie kann ich diese Abkürzung nehmen auf den Berg? Ich komme da nicht rein. Welche Abkürzung? Hey, da wo man in dieses Loch reingehen kann, dann wird man... Ah, du musst noch in dieses Loch stehen. Achso, habe ich jetzt geschafft, danke. So. Hat der liebe André in Teamspeak geschrieben. Okay, Freunde, jetzt müssen wir aufpassen. Ah. So muss ich ihn nehmen, ne? Ja, er hat mich. Ah, oh, Mann. Das nicht hin. Komm schon. Wie mache ich denn das nochmal? Achso, ich muss nach oben so, ne? Was? Mit welcher Tastenkombination kann ich den Vogel nochmal werfen? Vogel? Ja, den Bombentyp da. Kombination? B?
B-Taste einfach, also die Schlagtaste. Ja, aber es geht nicht nur die Schlagtaste, ne? Oder? Ja, du musst hinlaufen, greifen, beziehungsweise die Schlagtaste. Ja, aber da passiert nichts. Dann greifst du ihn? Nee. Dann schmeißt du ihn mit der gleichen Taste nochmal weg. Hä? Du musst, genau hinter ihm sein. Ist doch Bullshit. Ah, ich hab ihn. Der DS-Teil, ja, den habe ich gestern nochmal kurz gespielt. Da komme ich besser mit klar, ja. Komme ich definitiv besser mit klar. Du hast gleich schon den zweiten, oder? Ich bin jetzt auch mit dem Fettsack da oben beschäftigt. Ja, toll, dann bist du schon mal da, wo ich bin, nur noch, dass du es gleich hast. An den Huren soll nicht greifen, jetzt. Warte mal. Hallo, würdest du mal bitte dich nicht so schnell drehen, du komischer Typ? Okay. Da hab ihn. Da hat er ihn. Komm schon. Der Nummer 2. Stern Nummer 2. Zack. So, weg mit dir. Ei, der kommt im Flugzeug, hörst du das? Tschüss. Ja, ich hab den ersten Stern. Nice. Es war ja auch easy jetzt, ja, für mich. So. Speichern und weiter. Ah, und weiter geht's. Ich hab Durst, ich hab nichts zu trinken gerade hier. Oh. Und meine Lollis sind alle. Lollis? Ja. Hab mir Lollis gekauft vorhin für 1,50 € und die sind jetzt alle. Traurig, ich weiß. Aber es ist wahr. Also sind so geil, das sind so, die haben so ein Kaugummi mit drin, das schmeckt eigentlich voll eklig. Also nicht so geil, aber der Lutscher schmeckt halt geil, ne? Das ist so von Chupa Chups so ein, ich weiß nicht, ob du den kennst, so ein Pinker. Goomba Race ist da. Ja, ich mach gerade auch das Race gegen den. 50 Sekunden. Ja, moin! Hast du die Abkürzung genommen? Nein. Hey, wie bist du denn so schnell hochgekommen? Gehüpft, geflogen. Jetzt kannst du mir nicht erzählen, 50 Sekunden. Ehrlich. Ein Keck, ey. Ich schaff's nicht unter der 1-Minuten-Marke hier jetzt schon. Könnte bisher trotzdem mein schnellster Race werden hier oben. Ja, Mann, 1:04. Das ist 14 Sekunden langsamer als deine, Digga. Was ist denn falsch mit dir? Wo ist denn der jetzt? Da ist er ja. Als ob du schon 3 Sterne hast. Oh yeah, 2. Stern. Freunde. Okay. Sehr gut. Speichern und weiter. Zack. Aber ist dir das schon mal aufgefallen? Was denn? Warum? Ja. Muss man. Ja. In Bilder springen. Ja, wenn es danach. Wenn es danach geht. Warum muss man. Ja, das ist eine gute Frage, ne?
Warum muss man Sterne einsammeln, um eine eine Tür zu öffnen? Das ist auch so eine Frage, ne? Warum kann ich die Tür nicht einfach davor öffnen, ohne die Sterne? Das Future. Naja. Also das Fragen, die sind wichtig, ja. Ich weiß nicht, ob du wirst mir nicht glauben, ne? Aber ich habe das erste Mal, glaube ich, den Kettenhund First Try geschafft. Echt jetzt? Ja, Mann. Wow, Stern Nummer 3. Ich muss mir doch ein bisschen Mühe geben, weißt du, Stream und so. Das ist wichtig. Kettenhund First Try und das als Jan, ey. Tja, 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 was soll das denn heißen, ne? Aber. Ja, gut, ich weiß, was das heißen soll, aber. Ja. Mir schreibt keiner in den Chat, wohlgemerkt übrigens. Aber das ist schon okay. Okay, warte, ich muss da hoch, ne? So. Reicht das so? Es reicht nicht, Leute! Egal, da vorne, ich glaube, hier vorne ist noch eine. Wow, ich habe einen Bug im Spiel gefunden. Ein Bug in Mario 64? Was? Ja, aber einen, den ich bis jetzt nicht kannte. Ein positiver Bug? Ich bin in die Mauer gesprungen und bin dann runtergefallen und gestorben. Oh, nicht positiv. Ich bin rübergeflogen, oh Leute. Wem redest du eigentlich? Hä? Wem redest du? Mit wem soll ich denn reden? Mit dem Stream. Ich meine, das schaut ja niemand zu. Ey, das kommt auch auf YouTube. Ah. Das musst du dir mal vor Augen halten, du bist jetzt ein Internetstar. Machst du das jetzt? Ja. Das klang gerade total komisch. Ja, ich hab's auch komisch angestellt. Ich will ja nicht sagen, ne, aber Stern Nummer 4 gehört mir. Na, bist du schon in eine andere Welt gegangen? Ja. Digga! Wieso das denn? Finde die 8 roten Münzen. Ist das noch relativ easy in der ersten Welt? Ich denke schon, oder? Relativ, ja. Muss man nicht irgendwo 100 Münzen sammeln? Bist du dir sicher? Das kannst du im Ding machen. Mach das. Also das gibt's einfach einen Zusatzstern. Ach so. In jeder Welt kannst du 100 Münzen sammeln. Ja, aber dann braucht man ihn ja trotzdem, um das Spiel durchzuspielen, oder nicht? Richtig. Das heißt, du musst eigentlich nur alle 8 Münzen oder die ganzen Münzen halt in den entsprechenden Welten einfach einsammeln. Richtig. Ah, toll. Aber ich würde eben, wenn du jetzt irgendwann mal vorhast, so einen Speedrun 120 Sterne zu machen oder so. Speedrun! Ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall, dann würde ich dir empfehlen, wenn du die roten sammelst, gleichzeitig auch die 100 machen. Weil das ist sonst. Hä? Ja, anders geht's ja auch gar nicht. Ja, geht ja schon. Aber du kannst ja auch zuerst die roten sammeln und danach einfach später die. Heißt's? Die 100. Von welchen 100 reden wir jetzt? Es gibt nur einmal 100. Ja, was 100? 100 Münzen. So. Du willst 100 Backsteine sammeln. Ich wusste, dass du das jetzt sagst. Auch ich glaube, ich muss da hoch, ne? Ich glaube tatsächlich, ich muss da hoch. Dum, 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 dum. First try hier hoch, oder was? Nein, doch nicht, okay. Ja, ich bin wieder rüber geflogen, ne?
Na, da ist doch nur eine rote Münze. So. Nee! Wow, das war mal wieder relativ skillig, ja. Na, danke an der Stelle. Meine Kamera lässt sich nicht drehen gerade. Warte, das war doch eine rote Münze? Nee, ich dachte, das sah nur so aus. Ja, da hat er 6 Sterne, der Typ. Wahrscheinlich. Jetzt muss ich aber hochschaffen. Als ob! Als ob, ey. So. Nochmal hier, zack. Jetzt bin ich aber First Try. Oh, ich bin ich spring schon wieder rüber, ne? Wieso schaffe ich das immer nicht? So, jetzt aber. Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Oh, nein! Ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. So. Als ob das jetzt die 6. war. Wo soll denn hier noch eine sein? Wo hast du deine alle eingesammelt? Verstreut auf der Karte. Nein, ich bin ein Idiot. Ich hab den doch schon eingesammelt. Achso, ich dachte, ich werde jetzt hier rausgeportet. Braucht man für die eine so ein. diesen Panzer? Nein. Oh, das war relativ dumm. Ja, wo soll denn der noch sein, ne? Ich weiß nicht, welche du schon hast, das wird schwer zu erklären. Lakito, Insel. Dann nicht Lakito, ja, hier Kettenhund, Insel. Ja. Noch ein paar andere. Also, ich habe 6 insgesamt. Okay, runter vielleicht. Oh, ich habe die 7. Ich habe die 7. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Hier geht ihm gar nichts, ne? Die rote Münze, das sieht alles immer so von weit aus wie eine rote Münze, die Goombas, finde ich. Hey, mir fehlt noch eine Münze und er holt sich seinen 7. Stern. Oh Mann. Das ist Stern Nummer 8. Wahrscheinlich, vielleicht. Ich sollte das mit den. Ich bin ja überlegen, ob ich das gleich mit den Münzen abbreche. Da sonst komme ich überhaupt nicht voran. Das ist halt ein Punkt, der existiert so. Was halt auch ein Punkt ist. Was denn? Ich weiß halt legit nicht, wo du steckst. In der ersten Welt. Ja, boah. Sick mate. Sick of emotions. Dankeschön. Da ist ja noch eine Rakete. Wieso? Ja, freilich. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wo sie ist. Ne, weiß ich nicht. Oder doch, weiß ich. Ja, das ist aber Nina. Das ist die Nina, die Nina. Da ist sie doch. Guck mal. Leute, seht ihr das? Oh, mate. Hä? Das ist da. Oh, warte, ich krieg die rote Münze. Oh mein Gott, ich krieg sie nicht. Weil ich ein Idiot bin. Versuchen das nochmal über den Weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das der offizielle Weg ist. Wo ist die, wo hast du die letzte gesehen? Und die ist da, hey, die ist auf diesem rutschigen, auf dem Berg, so. Ah, ja. Ja, wie soll ich die bekommen? Wo es da runter geht. Ja, ja. Gehst hoch und rutschst runter. Jetzt mehr? Ich wollte mir jetzt anders holen. Ich wollte mir holen mit der, dass ich so hinspringe, weißt du? Aber ich kann es natürlich auch so machen. Kann man da easy so runterrutschen? Ja. Hm.
Okay. Ich will nur anmerken, dass das Spiel gerade bei mir übelst rumbackt. Bei mir verschwinden. Oh, ich bin so dumm. Bei mir verschwinden einfach teilweise Animes und so. Ich bin an ihr vorbeigerutscht. Leute, wenn ihr einen echten Noob sehen wollt, ihr könnt mich abonnieren, ihr könnt mich subscriben. Das ist absolut kalt, ich weiß gar nicht, ob man mich subscriben kann. Man kann auf jeden Fall followen. Ich bin am Stern vorbeigeflogen. Auf jeden Fall. Wisst ihr, ich mag Nintendo und ich bin aber sau schlecht. Und falls ihr jemanden sehen wollt, der nicht Skill hat, ja, so war komplett abseits von Voluyu oder Clay oder mir fallen da nicht so viele mehr ein. Dann könnt ihr auf jeden Fall bei mir da sein. Wo ist jetzt der Stern hin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo ist er gespawnt? Da vorne. Spawner noch weiter hinten, ne? Meine Kamera. Leute, Stern Nummer 5. Hat überhaupt nicht lange gedauert oder so. Alter Mann! Was denn? Ich krieg den Stern nicht. Oh, er ist bitter. Er ist halt ziemlich bitter, ne? Weißt du was, ich geh trotzdem in die Eiswelt. Mein Beileid. Mein Beileid. Wieso? Das ist eine coole Welt, das macht Bock. Ich hab ihn schon wieder nicht. Hey, da ist jemand... Alter! Mir hat kurz jemand zugeschaut, ja? Für... paar Minuten. Hat sich safe verklickt. Oha! Das ist aber böse von dir. Nein, wo ist denn dieses Pingo-Baby? Heißt, das war doch direkt hier oben. Ich bin so ein Idiot. Leute, ich bin so ein Idiot. Wir können eigentlich direkt... Ich kann mich direkt killen gehen hier, ja? Im Spiel. Das ist doch scheiße. Ja, weil ich hab direkt verkackt gehabt gerade. Ja, relativ ungünstig an der Stelle. Ah. Nein, okay. Hast du das Baby getötet? Nein. Hab ich wirklich nicht. Komm her. Ey, was ein ungezogenes Blag, ne? Vor allem, anstatt sie mal auf die Idee kommt, hey, es könnte oben auf dem Berg sein. Nein, sie fragt mich so, hey, kannst du mir mein Baby holen? Und ich denke mir so, hey, was ist denn los mit dir? Und sie steht da so rum, als ob sie es überhaupt nicht juckt, so. Jetzt verstand ich auch nicht. Dann kann ich hier eigentlich auch schneller gehen, so. Aua. Aber. Aua. Aua. Das ist was, ich glaube, ich lasse den jetzt alleine durchgehen und dann gehe ich so und dann mache ich einfach Aua. Oh Mann. Ja, geh du schon mal durch. Ich brauch einfach viel zu lang für die ganze Scheiße. Will ich ja nur mal anmerken. Nicht so geil. Hier ist ein Kind, Boy. Ist das nicht nett von mir? Ja, moin. Es geht ab. Ich mache gerade ein Race gegen Yannick. Der, also er muss 25 Sterne und ich muss 20 Sterne. Und ja, je nachdem wer sein Ziel als erstes erreicht hat, der hat gewonnen, logischerweise, ne?
Man mag es kaum glauben. Man mag es kaum glauben. Ah. Ich glaube, ich nutze das hier auch mal. Warum ein Tanga? Warte. Ich weiß es nicht. Das Ding ist, der lag letztens im Wohnzimmer. Einfach so. Random, als ich nach Hause kam. Ganz kurios. Und dann hat ihn meine Oma gesehen und hat dann gedacht, also mir gehört er nicht. Und bei mir kommt kein. Bei mir kommt ja leider kein Frauenbesuch. Natürlich doch. Und hat ihn dann wahrscheinlich verwundert an deine Tür gehängt, weil er dachte, ist deiner oder so. Weiß ich ja nicht. Aber der hängt da schon ein paar Tage. Er hängt da schon ein paar Tage. Here we go. Ich will mal anmerken, ich bin auch schneller als gestern. Ne? Also ich habe jetzt auch nicht so viel Frauenbesuch und ich trage ihn auch nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Also wie gesagt, von mir ist er nicht, von meiner Oma ist er denke ich auch nicht. Wann redet ihr? Na, ich hab, also bei uns lag einfach random, ne? Vor ein paar Tagen ein Tanga im Wohnzimmer rum. Einfach random. Und dann hat die meine Oma halt gesehen, weil meine Oma putzt bei uns so. Und die hat ihn dann halt an Luis seine Tür gemacht. Wer ist denn da noch? Mit dabei ist der liebe Yannick. Ja, steht auch im Titel. Super Mario 64 Race gegen einen Schweizer habe ich den Titel gepackt, glaube ich. Du bist sehr leise gerade, Yannick. Nein, ich hab's verkackt! Siehst du mein neues Steam-Overlay, mein neues Stream-Overlay, Luis? Das ist wunderschön, oder? Einfach wunderschön. Als ob du schon 12 Sterne hast. Er steppt halt easy durch, ne? Und der frisst sogar nebenbei gerade noch eine Pizza, ey. Das ist richtig. Und ich häng hier am Pinguin, ey. So. Ich muss sagen, aber ich glaube, ich durch den Stream halt, durch das Stream von Mario 64 übe ich das Spiel halt tatsächlich ein bisschen, ne? Das ist auch richtig. Und ich werde wahrscheinlich jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag Mario 64 streamen. Oder so, also mindestens ein, zweimal die. Ich hab's wieder verkackt übrigens. Mindestens ein, zweimal die Woche. So, damit ich das halt ein bisschen reinkriege. Und dann kann ich auch mal irgendwann Yannick besiegen. Oder Luis, obwohl bei Luis weiß ich nicht. Weiß ich nicht. 7%-Leiste hast du sehr schön eingefügt. Dankeschön. Ja, die ist, falls mal jemand. Man kann jetzt ja spenden, ne? Man muss einfach nur auf den Spenden-Button klicken und dann kann man spenden. Und ich glaube, du wurdest auch begrüßt im Chat, ne? Da steht jetzt irgendwie Moin oder so, habe ich gemacht. Vorhin war auch schon jemand kurz da. Ich glaube, der ist wieder weg. Er hat nicht mal Hallo gesagt, glaube ich. Naja. Hast du 13 Sterne? Habe ich das gerade richtig im Augenwinkel gesehen? Richtig. Stück Kacke, du, ey. Stück Scheiße. Ich hänge an meinem 8. gerade richtig fest. Mal wieder. Oh, ich hätte fast verkackt, oh mein Gott. Komm schon. Jetzt kommt dieses hässliche Baby, Alter. Oh ja, viel Spaß. Ich hab... Er ist schneller als ich. Er ist schneller als ich da. Nein, okay, ich dachte... Alter. Doch, doch, ist er. Nein, bin ich. Okay, alles gut. Alter, ich hatte gerade schon Angst, ne? Jetzt kein Bock, das jetzt normal zu machen. Hey, also ich weiß nicht, also das Baby ist ganz easy. Das Baby? Hey, das Baby ist ja auch jetzt nicht das Schwerste. Fertig, Baby da.
Cool, hab ich gesagt, dass ich einen zweiten Anlauf gebraucht habe. Ja, hat er 14 Sterne. Ist ein ekliger, ey. So, jetzt gehe ich erstmal in die andere Welt. Ah, die hab ich schon fertig. Die hab ich schon fertig. Du hast einfach 6 Sterne mehr als ich jetzt schon, ne? Es ist unfassbar. Man hört Yannick einfach kaum. Oh, warte. Das können wir ändern. Das ist ein Nachteil. Ich weiß, aber ich bin bald fertig. Ich habe nur noch 3 Stücke. So, ich glaube, jetzt müssen wir ihn besser hören, oder? Nur noch 3. Als ob die. Hä? Was für nur noch 3? Warte. 3 Stücke Pizza. Ach, ich dachte gerade nur noch 3 Sterne. Der hat bestimmt Angst gemacht. Nee, das sind noch 5. So. Nein. Jetzt dann gleich 5. Hä, bist du behindert? 11. Ah, stimmt. Ey, was? Warte mal, bei mir kackt gerade was. Ich muss gerade hier. Oh, ich habe meinen Dings verschoben. Beim. Giga Pinguin, ey. Ich habe hier was verschoben. So, ich muss den Chat ja auch wieder sehen. Ey, was ist falsch mit dem Pinguin? Ich weiß es nicht. Lass den Pinguin in Ruhe, Mann. Richtig, ja. So. Ich glaube, ich mache einfach Push-to-Talk. Dann kannst du doch, ist doch kein Problem. Willkommen zurück an der Stelle. Wir haben einen Zuschauer. Oh, nice. Das ist übrigens André, falls du jetzt fragst, Luis. Das ist André. André macht halt so Sachen, die Andres tun, so. Man kennt ihn. Was tun denn so Andres? CSGO spielen. Ist er gebannt? Ich bin auch gebannt. Hä, ich bin auf jeden Fall nicht gebannt. Oh, schade. Ja, du warst gebannt. Des Öfteren, ja. Siehste? Wisst ihr was, Leute? Yannick fehlen noch 10 Sterne, mir fehlen noch 8, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er wird trotzdem gewinnen. Ich werd da so ein Gefühl nicht los. Komm, schmeiß dich, Bruder. Ach nee, das ist scheiße, das ist ja gar nicht der. Ich bin so behindert, ich hab grad gedacht, das wäre der Boss. Hast du schon geglittert, Bruder? Ah, ich komme nicht hoch. Hä, warum kommt da kein. Oh, schade. Hast du schon. Bist du schon. Hast du schon das Race gemacht gegen den? Ja, gewonnen. Ja, gewonnen. Das sind ekliger, ne? Ekliger. Hm? Das sind ekliger. Ja, das ist voll eklig von dir. Du musst mir. Nein, ich bin so blöd. Was muss ich? Du musst schlechter werden. Warum um alles in der Welt muss ich schlechter werden? Ja, damit ich nicht so scheiße gegen dich aussehe. Es ist kontraproduktiv, Mate. Nein. Oh, ich hab okay. Verkackt. Oh, Mann. Komm schon. Wisst ihr, ich mach's über den regulären Weg. Das ist mir jetzt zu risky. Diesen Trick, den Yannick mir da gezeigt hat. Er ist zu riskant. Ah, das mit dem Sprung? Ja, ja. Du siehst alleine noch beschissener aus. Hä, wer jetzt? Auch immer das gesagt, das war definitiv nicht nett. Kann man die beiden Bildschirme einblenden? Nee. Also ich hab's vorhin versucht. Also man kann es theoretisch schon, aber OBS hat gerade Discord nicht erkannt, so ist halt ein Ding. Das nächste Mal muss ich das mal, wenn wir nochmal ein Race machen, dann muss ich das im Vorhinein nochmal gucken, wie ich das richtig konfiguriere. Theoretisch ist das aber möglich, also.
Ah, ich bin ein Idiot. Oh, wie alt seid ihr? Oh, hi. Ich bin 18 Jahre alt. Und Yannick ist auch 18 Jahre alt. Noch. Noch. Und, André ist... André, bist du 20 schon? Ich bin 20 schon, ja. Guck mal, ihr voll der alte Sack, ne, in der Runde. Mein Beileid an dieser Stelle. André, ich will dir was sagen, ne, du bist bald schon ich bin jetzt ein Idiot! Du musst bald in Rente, Brudi. Ajo. Alter, es fehlen noch 10 Jahre, dann bist du 30, was machst du dann, ne? Was weiß ich. Ja, dann ist dein Leben quasi vorbei. Kann ich mal bitte nicht so scheiße sein in Mario 64? Oh mein Gott! Ey, warum bin ich so scheiße in Mario 64? Kannst du mir das mal sagen? Nein. Ey, das ist doch Bullshit. Das ist doch Bullshit. Ah. Wie Sterne hast du? Immer noch 15? Ja, ich finde den Weg nicht zu meinen einen Stern. Da nicht hin. Tja, Yannick, da bin ich dir wohl voraus, ne? Weil ich habe 9 Sterne, Bruder, mir fehlen noch 11 und dann habe ich dich rasiert, oder? Alter, wenn ich muss da hoch. Ich komme da nicht hin, ne? Ey, ich fick. Ja, was fickst du denn? Den darf ich nicht sagen. Ey, ich will nicht auf Steam, ich will nicht auf Twitch gebannt werden, ne? Eben, deswegen bin ich so ruhig. So, warte mal, ich sammle mal die hier ein. Spielt doch Counter-Strike, dann ist der Yannick noch viel netter. Ja, aber wahrscheinlich ist er das. Blöder Schneemann. Ey, das sind, so musst du dich aus... am besten noch Scheibenkleister oder so sagen. Oh je. Ey, du verfickter... Piep. Das war jetzt aber nicht so nett, das weißt du selber, ne? Ja, aber... Könnt ihr mir mal sagen, Leute, warum ich so ein übelster Kacknub bin in Mar... Warum? Weißt du, an welcher Stelle ich festhänge? Warte, dann mache ich jetzt was anderes. Kann ich nicht... An der gleichen Stelle wie gestern. Hier war doch auch ein Stern, oder? Ach, ich komme da nicht hoch. Wo ist denn der Typ? Sag nicht, ich krieg den erst durch den anderen Stern. Krieg ich diesen Bomben-Typen, kommt der erst, wenn ich den Stern da ganz oben geholt hab? Ja, ne? Ey, ich rast gleich komplett aus mit diesem... Okay. Danke. André, weißt du das vielleicht? Bekomme ich den Bomben... Ey, wieso?! Und da sagt Yannick mir, hey, mach doch mal, wenn du irgendwann mal einen Speedrun machst. Sieht das aus wie ein Speedrun bei mir? Ich glaube nicht. Es sieht eher aus wie ein Failrun. How to fail. How to fail, ja. Ich bin wirklich so ein Vorzeigebeispiel, wie man failt in Mario 64. Ey, ich glaube, ich... Hey, du... Nein! Hä, bin ich behindert oder was? Nein, läuft's nicht nur bei mir, scheiße. Ja, toll, du weißt, bei mir läuft immer scheiße in Mario 64. Ey, geh da hoch, blöder Mario. Das hast du schön formuliert. An dieser Stelle wünsche ich mich... beleidigen den Mario. Hallo, Mario hat auch Gefühle. Es geht nicht! Hast du mal an Marios Gefühl, bin ich behindert? Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich falle hier die ganze Zeit runter. Leute, die sich zugucken, die hier zugucken, müssen sich denken, was ist das für ein Pleb? Wirklich, Leute, die mich nicht kennen, die müssen denken, was ist das für ein Pleb? Ich bin schon wieder runtergefallen. Ey, ich... Hi, ich bin Radikal. Das Einzige, was ich kann, ist Pokémon spielen, ne? Ich steck deswegen der Name. Ach, Quatsch. Naja, naja. Jetzt, schau, du mal, kennst mich schau mal Discord, Jan. Schau mal Discord. Ja, kann ich gerade. Ja, was denn? So, diesen Sprung. Ich pack den einfach nicht. toll, jetzt habe ich wegen dir nicht aufgepasst. Bin ich für das 10. oder gefühlt 20. Mal hier unten. Ja, das kann passieren. Was denkst du? Alter, ich schaff's gerade nicht hier nochmal hochzugehen, weil ich die ganze Zeit wie so ein Vollidiot runterfalle. Jetzt. Erstmal eine Pizza fertig. Pizza fertig geeatet? Nö.
Na dann. Ach, Mann. Komm hier hoch. Ich hab noch ein Leben. Und André, was macht der A gerade so? Der was? Wie bitte wo? Was macht der A gerade so? A. Ja, der Justin, der André, der. Ah, ja. Immer noch probieren mit der Seite, die irgendwie. So, ihr müsst wissen, André ist ein krasser Entwickler an der Stelle. Ah ja, total, total. Er entwickelt gerade sein eigenes Content-Management-System. Ey, ich schwör, wenn ich es jetzt nicht schaffe, ne, ich schmeiß meinen Controller so an die Wand, dass er in 50 Teile zerfetzt. Oh, bitte film das. Es kann doch nicht sein, dass ich so ein uhrensöhniger Jump nicht. Du hast es geschafft, ne, ich dachte, fuck. Ich dachte, du hast es gerade geschafft, aber hast du nicht. Weiß nicht, war das letztens im Bug, dass ich das da geschafft habe? Ich weiß es nicht, du hast es auf jeden Fall gestern geschafft, ne? So, jetzt muss ich ja diese Kanone hier haben, ne? Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht! Ey, Yannick? Hm? Geht es? Halt's mal. Fuck! Jan, geht es? Ja, gut, hab ich gesagt, dass ich Game Over bin? Ich hoffe, das ist irgendwo mal gespeichert. Natürlich, ihr habt gerade eben gespeichert beim, als ich einen Stern geholt hab. Weiß ich nie. Ist das dein Ernst? Ja. Ach, hast du, ja, stimmt, ich glaube, er hatte gestern 17 Sterne schon und dann hat er nicht gespeichert, hat er nur 15 wieder, ne? Weiß nicht, wo der Stern ist, ne? Welcher denn? Ein Stern, den ich brauch. Hey, hast du nicht die ganze Zeit versucht, den anderen jetzt da zu unten, holen? Da unten. Nein, ich bin tot! Irgendwie, das ist Musik in meinen Ohren. Ich sammle jetzt die roten Münzen nicht noch ein viertes Mal, ey. Wieso nicht? Kannst du mir fett im Arsch lecken, Alter. Hast du keinen Bock, hast du keine Lust, hier zu sammeln? Nö. Okay. Was machst du stattdessen? Gute Frage, die ich mir auch stelle. Sammel die jetzt, easy, und dann hast du das. Perfekt. Sammel die selber. Bist du gerade ein bisschen salty? Sammel die selber, ey. Ich glaube, ich bin ein Idiot, Leute. Jetzt habe ich den Weg gefunden. Ey, ich mache jetzt das Endlevel-Boss. Kappa. Kappa. Ich glaube, ich bin doch so ein Idiot. Ich muss doch hier lang. Wo man an den roten Münz kommt, ey. Oh, toll. Hallo. Hallo. Wie viele Sterne hast du? 10. Echt jetzt? Ja. Wieso echt jetzt? Meinst du, weil ich so schnell bin oder weil ich so langsam bin? Auch nicht. Komm nicht voran. Oh fuck, Yannick, wo sollte ich. Warte mal, da war das, ne? Wo ich hinziehen soll. Ach du Scheiße. So ungefähr. Oh, Alter, perfekt. So, hier runter. Alter! Ich bin ja mega gut. Ich hab nur einen 11. Stern, Bitch. Aber bist du. Machst du gerade das. Was machst du da? Wo bist du? In welchem Level bist du da gerade? Geheimer Stern. Im Ernst? Ja. Okay. Was muss ich jetzt machen? Finde die 8 roten Münzen. Okay. So, und jetzt hier? Message deleted. Junge, warum wird meine Message deleted? Wie hast du den Stream gefunden? Dingus hat doch gerade den Namen gesagt. Das war radikal gesagt, du Depp. Ah. Depp. Wieso wurde der Nachricht gelöscht? Was hast du reingepostet? Ich hab Hallo in Caps geschrieben. Achso, ich glaube Caps sind. Twitch nicht so. Nee, das ist mein Bot. Ja, dein Bot mag das halt nicht. Ich hab den. Hey, beleidige nicht Nightbot. Nightbot, du stinkst. Ey, hat, die Stelle sagt mir was. Er hat vorhin meinen anderen Bot, glaube ich, gekickt oder gebannt, weil mein anderer Bot ein URL reingepostet hat. Und dann hat er den rausgekickt.
und hat gesagt, hey, das ist nicht erlaubt. Das hat ziemlich dumm. Nee, ach Mann, aber hier ist eine rote Münze, Leute. Es hat also, die ich nicht bekommen habe. Ist scheiße. Lol. Hey André, du bist doch gerade ein bisschen, hast du locker was auf Tasche, ne? Mein Spendling ist unten drin. Ach so. Dann würdest du auch cool hier richtig angezeigt werden. Dann würde da stehen, cool. Spende bei André. 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 Würdest du dich da nicht, sag mal, würdest du dich da nicht geehrt fühlen? Ich denke, du würdest dich geehrt fühlen, oder? Hm. So, warte, ich hol die andere hier noch. Yes! Gut. Kann ich hier jetzt noch irgendwie... Was ist denn hier? Was ist das? Okay. Oh nein, das ist mega blöd. Was denn? Diese Stelle mit diesen blauen Münzen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Alle einsammeln in dieser Zeit. Hm. Ich glaube, das geht bis nach ganz oben. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ja! Dazu, ne? André, kannst du mir mal followen auf Twitch kurz? Wir gucken, ob das klappt mit der... Ja, natürlich. Ob das angezeigt wird, dann. Ich hab gefolgt. Dankeschön. Ich hab disliked. Nicht das Spiel. Ist da oben noch eine? Komm hoch. Bin ich dumm? Leute, wisst ihr, ob da oben noch eine ist? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich hab keine Idee. Oh, hey, danke! Danke für den Sub an der Stelle, André. Woo. Oh. Willkommen im Team, du bist ab sofort kein Filou mehr. Willkommen in der Radikal-Gang. Ich bin ab sofort kein was mehr? Kein Filou, nein. Du gehörst ab sofort. Du gehörst ab sofort zur Ratten-Gang. Yeah. Willkommen an der Stelle. Du hast dadurch keine besonderen Vorteile in der Gesellschaft, außer dass du dich jetzt mega cool fühlen kannst. Ah, da ist sie. Na, jetzt darauf erstmal ein Wasser holen, bis gleich. Alles klar. Wie komme ich denn da jetzt hin? Unschlau. Ach, Mann. Das Level geht mir auf den Sack. Keine Ahnung. Ach ja. Oh nein, du bist ja nicht bei dem. Du bist nicht mit dem Level jetzt. Ah, du musst die Scheiße einsammeln. Du musst da unter das U-Boot, ne? Nein, aber ich weiß nicht. Wisst ihr was? Ich hab mit dem Scheiß-Level abgeschlossen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Scheiß-Level. Das ist tot. Scheiße. Ich schließe gerade mit dem Spiel ab. Nein, schließt du nicht. Wie wär's mit besser werden, du Noob? Wie wär's mit Fresse halten? Da kann ich ja nichts dafür, dass du dich so lappenhaft anstellst. Mach Spaß. Oh nein, das ist. Nein, das tue ich, das mache ich nicht. Was? Da, weil das jetzt, wo du bist. Und da habe ich letztes Mal sowas von verkackt. Kann ich nicht sowas anderes machen? Und das irgendwie erstmal vor mich hinschieben? Ich mach das hier. Machst du jetzt? Das oben, das mit der 1. Ach so, lol. Ist das das mit der Rutsche? Hä? Wieso kann ich da gar nicht rein? Ja, doch. Hey, dieses Bild mit den drei Peaches. Ja. Wie komme ich, wie denn? Ah. Hochgehen. Ja, ich hab's schon, alles gut. Ach, das ist die Rutsche hier, die du gerade gemacht hast, oder was?
Ah, okay. Eins der besten Spiele auf der N64. Ja, und das einzige. Nein, Spaß. Yoshi's Story war noch gut und so und viele andere Sachen. Vielleicht sage ich auch eins der besten, weil ich nie wirklich was anderes hatte oder gespielt habe. I don't know. Da ich Banjo-Kazooie. Ah ja, okay, das ist auch noch nice gewesen. Ja, darf man aber nicht aber mit dem heutigen... Da habe ich nicht so durchgeblickt. Das ist eigentlich nur einsammeln, ne? So, und das Ding ist halt, da gab es ja jetzt den inoffiziellen Nachfolger von den Mitarbeitern von, ehemaligen Mitarbeitern von Rare, dieses Yooka-Laylee, und das war einfach ultra scheiße. Also für mich jedenfalls. Egal, 12 Sterne, Bitch, so. Wieso habe ich vorhin gesagt, dass mir noch 8 Sterne fehlen? Jetzt fehlen mir noch 8. Bin ich dumm? Ich check das Level nicht, ey. Kann ich jetzt... Warte mal, kann ich nicht mit Dings schon zu diesem Bowser gehen? Ist das eine Sache, die man machen kann? Ich glaube schon. Leute, wir holen den Yannick hier noch ein. Oh, danke schön für den Follow. Hallo Trockenschiss, willkommen im Team. Du bist ab sofort keine Maus mehr, sondern ab heute bist du in der Rattengang. Mir gefällt der Name. Willkommen, mein Lieber. Du darfst dich jetzt auch offiziell cooler fühlen auf der Straße. Digga, du verfickter, dreckiger Geist, Alter. Okay. Ich glaube, ich habe das Spiel wirklich nie durchgespielt. Ja, ich gehöre auch dazu. Ich habe es auch das letzte Mal richtig gespielt, da war ich 6 Jahre alt. Hab's durchgespielt. Auf dem DS? Oder auf der richtigen N64? Auf beiden. Oh, Lordi. Er ist im Vorteil. Weil deswegen verkacke ich hier so hart gegen den, ne? Mario 64 sieht für mich immer so easy aus, wenn das irgendwelche anderen YouTuber spielen. Ja gut, hab ich gesagt, dass ich verkackt habe. Ja gut, das habe ich, aber... Whoops. Kann ich eigentlich jemals... Ich komme in die... Ja. Mann. Nein! Oh mein Gott, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, sehr schön. So, ich hab grad gebrannt. Mein Arsch hat grad gebrannt. Ja, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, moin, danke. So. Jetzt hab ich nicht gelesen, was ich machen muss, ey. Oh. Ja, moin, danke. Huch, Big Boss Karussell. Ja, das ist da hinten, ne? Keine Ahnung. Dann. Wieso willst du in den Zirkus oder was? Suchen gehen. Bin ich behindert? Mann! Hey SpongeBob! Hey nochmal SpongeBob! Oh mein Gott! Hey, SpongeBob, wo ist? Hey, ja, ich bin auf SpongeBob gegangen. Ja, ich gehe den safen Weg, Leute. Ich gehe den safen Weg. Wir wollen nichts riskieren, so. Gar nichts riskieren. Weil die Scheiße hier schon für mich schwer genug ist. Oh nein, wenn ich gleich zum Bowser komme. Oh nein! Das wird so schwer für mich. Ich konnte das letztes Mal nur mit Cheats machen, ne? Und jetzt komplett ohne, ich bin am Arsch. Oh nein, da ist er schon, oder? Ach nö, da habe ich gar keine Lust drauf. Nein! Yannick, hast du schon den Bowser besiegt? Was? Ob du schon den Bowser besiegt hast? Nein. Oh Mann. Aber ich habe jetzt 19 Sterne. Scheiße, ich bin ein Idiot. Warte, die kriegen das nochmal so, ne? 19? Oh nein, erst zu weit, oder? Nee, oder? Oh nein.
Sag mir nicht, er resettet jetzt, das ist dann Reset. Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Das Bücherregal-Rätsel. Komm schon. So, jetzt muss ich teilen. Es war doch gar nicht schlecht. Ach nee, ich muss ihn noch in die Bomben reinwerfen, oder? Oder muss ich ihn einfach nur dreimal... Ich glaube, letztes Mal habe ich ihn in die Bombe reingeworfen. Warte mal. Ja, du musst ihn in die Bomben werfen. Oh Gott. Komm. Und wie soll ich das denn timen? Da hoch. Es ist nicht so einfach. Letztes Mal habe ich das, glaube ich, First Try geschafft. Als ich ihn so geworfen habe. Lol, einfach runtergeworfen. Ja, ich... Mann. Ich werde da jetzt easy 10 Minuten dranhängen. Ah, ey, jetzt läuft ja kein Timer. Naja, schon, aber Yannick hat in 6 Sternen gewonnen. Verfickter Hurensohn, Alter. Hört sich jetzt noch nicht danach an, aber... Ja, ich hab ihn getroffen! Bitte lass das... Bitte sag mir, ich muss ihn noch einmal treffen. Nee. Doch. Er ist tot! Er ist tot, Freunde! Okay. Als ob das so simpel war. What the fuck, was soll ich mit dem Schlüssel? Simpel ist was Schwieriges, fuck für mich. Ja, aber die Aufgabe an sich, wenn man weiß, was man zu tun hat, ist... Was soll das denn? Ich weiß auch, was ich zu tun habe. Ah ja, Jan. Ah ja, Yannick. Zu unserem letzten Thema, beziehungsweise Luigi, kann man ja nicht freischalten. Das habe ich dir gesagt, man kann das nur im DS-Teil. Der Kellerschlüssel, wo kann ich denn mit dem Kellerschlüssel hin? Duden spielen. Bankrund? Nicht, oder? Ich weiß es nicht. Kann ich... Was ist denn hier? Kann ich hier in den Keller? Hey, cool. Ich hab den Kellerschlüssel und du nicht. Was er mir bringt, ich weiß es nicht. Ich geh erstmal hier lang. Was ist denn hier Schönes? Eine Tür. Was mache ich hier? Was ist passiert? Ich glaube, ich habe eine Sack. Hey, wer bist du? Hallo, Taut. Ja. Nummer 20. Kann ich hier reingehen? Zur Öffnung dieser Tür benötigst du 30 Sterne. Du musst also noch 18 von ihnen finden. Es war halt einfach dein Maul. Aber diese unten, oder was? Ja. Hier ist eine Wall vor. Das heißt, ich kann hier sowieso nichts machen. Das ist ja toll. Weißt du, ich hab ehrlich gesagt, wenn ich wirklich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich echt zero Bock, irgendetwas in diesem scheiß Unterwasserland zu machen. Also ich muss jetzt irgendwoher noch 5 Sterne gönnen. Nee, ich geh jetzt nochmal ins Schneeland und hol 20 Hurensohn-Münzen. Was kann ich in diesem komischen Garten hier? Ich will irgendein Level. Ins Geisterlevel. Ach so, wie komme ich da, wie kann ich da rein? Muss ich ins Wasser springen oder was? Geist holen mit der Geisterlampe. Was für eine Geisterlampe? Ja, es gibt da halt so eine Geisterlampe. Ein Geist hat so eine Lampe in sich. Okay. Da musst du den Geist töten, der die Lampe hat. Geist töten. Geist mit Lampe töten. Ach, du siehst dann, wenn er unsichtbar wird, hat das. Ja, ich beobachte es gerade schon, da sind fast überall nur Münzen drin, warte. Er ist ganz hinten irgendwo. Ja, ich gucke gerade. Ich glaube, ich habe bei einem hier noch nicht geguckt, oder was?
Beschreibung ist genauso gut wie deine, ey. Links, rechts, hinter dem Haus, daneben. Vorne, rechts, links, ich töte. Kann ich einfach alle töten? Er sagt, kann ich nicht einfach alle töten, ey. Mate, wait. Ja, was bringt mir das denn, ne? Ja, will ich rumgucken? Weil die machen das nicht alle, sich mal hier öffnen, ne? Wenn wir auf den Sack zu gehen. Danke. So. Okay, das waren alles Nieten, aber damit sind die schon mal ausgeschlossen. Meinst du, bist du. Natürlich bist du das, du Kackvieh. Oh nee! Alter, auf den darf ich glaube ich gar nicht draufstehen, der hat TNT in sich. Ist auch noch eine Münze in dir? Hä? Oder ist das eine Lampe? Versuch's einfach, no risk, no fun. Ja, aber das sieht aus wie TNT. Es ist kein. Ja, okay. Ja, es ist kein TNT. Ja, danke, Luis. Das ist eine Lampe. Weiß ich jetzt auch. Luis ist ein guter Mate. Aha. Gibt's in diesem Geisterhaus hier Sterne? Ich hab da drei geholt. Ach, du warst ja schon drin! Ja? Ah, wieso bin ich hier rausgegangen? Ah, fuck. Mag das nicht, Swiss. What the fuck, was war das denn? Das ist ja fast Luigi's Mansion hier, Freunde. Ih, was bist du denn für einer? Ich will dich kaputt machen, kann ich das? Das werde ich meinem großen Bruder erzählen, das kannst du aber was erleben. Hört sich nicht so gut an. Komm noch her. Kann ich dir nicht aufs Maul hauen? Was ist denn das? Achso. Okay, ich leg mich glaube ich nicht mit dem Typen an. Okay. Mach gut Schaden. Diesem Augentypen. Ja, du musst nur drumherum rennen, Mate. Jetzt im Ernst? Ja. Ich fall schon wieder runter, Mann! Diese perfekten 8 Hurensterne. Nein, Münzen sind es. Hey, du hast recht. Krieg die einfach nicht zusammen. Krieg die zusammen. Ich dachte, er droppt jetzt einen Stern für mich. Bullshit. Endboss oder so. Ist doch egal, ich kann trotzdem einen droppen. Ey, ich finde die Kameraansicht gerade übrigens mega creepy. Also irgendwie ist sie komisch teilweise in den Räumen hier. Nette Musik. Hä? Lol. Was ist das? Jetzt wo da kein Stern ist, komme ich da locker easy rüber, ne? Was ist das? Alter, das fickt gerade meinen Kopf, ne? Das ist hier total komisch. Und von hier kam ich doch, oder nicht? Ich glaube, hier muss ich hin. Du musst König Buhu suchen. Okay. Hey, ich check das hier nicht. Kann ich schon mal sagen, dass ich absolut in keinem Mario-Spiel ein Fan von fucking Geisterhäusern bin? Du rennst doch gerade im Kreis. Nein. Mann, hier komme ich doch auch schon wieder her. Versuch's mal durch ein so ein Bild, oder? Ich sehe hier kein Bild. Achso, ja, du meinst da drin. Marcel. Nee, geht nicht. Ach, endlich habe ich die 8 Sterne. Die 8 Münzen. Die 20. Nein, jetzt habe ich schon gleich 21. Na, aber dir fehlen noch 5. Hä? Hä, 25? Ich habe jetzt gerade gesagt, jetzt habe ich schon gleich 21. Ja, dir fehlen dir halt nur noch 4. Gleich. Ja. Was ist denn da eigentlich? Ich dachte, hier wäre was. Wo kann ich da hoch? Warte mal. Was ist mit den anderen Bildern? Habe ich gerade nicht ausprobiert.
Gehen da manche Bilder etwa? Wir probieren es aus. Wir haben Zeit. Jedenfalls bis Janik noch nicht alle Sterne hat. Wir probieren mal das Bild. Es gibt ein Bild, das funktioniert, wenn es freigeschaltet wird. Und woher soll ich wissen, dass es freigeschaltet ist? Weil es dann deine Mission ist, beziehungsweise dein Stern. Ach so. Dann muss man so einem Bücherregal, wo ich vorhin hab, jämmerlich hochzuklappen. Musst du dann einfach da durch, ey. Ich check es. Wie soll ich. Das zählt zu diesen Leveln, die mir keinen Spaß machen. Macht das überhaupt ein N64 Level vom AB64? Ja, Mann. Ja. Wieso fährt jetzt dieser dreckige Schneeball vorbei, Alter? Wie komme ich hier verfickt? Wie komme ich hier überhaupt wieder raus? André, du musst mir helfen. Du versuchst durchs Wasser. Was soll hier sein, ne? Ist ja nix. Oh, ich hab grad so richtig Bock auf Nudelsalat, ne? Ich hab Nudelsalat gekauft. Boah, ich hab echt keine Ahnung. Aber du musst das doch wissen. Der gute Trockenschiss, der weiß da doch, glaube ich, besser Bescheid. Ja. Ja, was denn? Was geht's? Wo hängst du fest? An diesem Karussell. Geister. Der erste Stern? Ja. Man muss im Haus alle Mates töten, alle Geister töten. Ja, wow, das hilft mir gerade nicht viel, weil ich nicht mehr weiß, wie ich ins Haus komme. Du musst. Frage, wie kommt man da ins Haus? Ja, das ist eine gute Frage, ne? ich komme einfach legitim nicht mehr rein. Sonst halt ertrinken. Das ist eine Option. Ja, stirb einfach. Das dürfte ja für mich nicht so schwer sein in Mario 64. Hallo, hier. Einmal ums Haus rum. Wieso fährst du weiter? Ey, nö, ich quitte. Quatsch. Es dauert gerade ein bisschen dezent lange, bis Mario hier sein Leben verliert. Komm, stirb. Da ist doch eine Tür. Ja, egal, warte. Ja, ich weiß, aber. Wenn ich da in die Tür reingehe, komme ich doch in dieses Karussell rein. Wenn ich in eine andere Tür reingehe, dann komme ich wieder ins Karussell rein. Oder nicht? Yo, Mate. Yo, geil. Wir gestorben haben nur noch 16 Sterne, ich quitte, glaub echt. Leute, ich hab ne Chance! Die Tür in der Mauer. I'm out of here. Janik, nicht Rage quitten. Soll ich dann? Einfach Tür. Hey, welche Tür denn an der Mauer? Hier ist doch nur die eine Tür und da komme ich doch wieder ins Karussell. Nee. Hey, welche denn dann? Bin ich blöd oder sehe ich hier keine Tür? Oh, hey, das regt mich jetzt so auf, dass ich schon wieder gestorben bin. Und hier habe ich schon alle. Ach, die Tür! Oh mein Gott, ich bin draußen. Die habe ich ja auch gar nicht okay. Oder ich bin noch nicht ganz draußen. Was ist das hier? Wieso rage-quittest du den Stream? Ja, es muss anstrengend sein, wenn man Mario 64 kann. Beziehungsweise jemanden sieht, der sich so dumm anstellt. Hallo, kannst du mal wieder runterkommen? Danke. Nö, One-Way-Lift. Jetzt haben wir wieder los hier. Hä? Will ich das runter oder was? Ich geh das Ding nicht mehr hoch. Ich geh mal runter und ah, jetzt. Wir das ja, okay, ich bin drauf. Es geht. Oh, cool, ich bin oben. Oh, hier ist wieder dieses. Hier ist wieder so ein Auge. Tschüss. Ah, hier bin ich jetzt. Was ist ein Bullshit?
Denke ich mir auch gerade. Hey, ich bin wieder im Haus. Woo. Ich darf das ganze Geisterhaus auch nochmal machen, Mate. Glückwunsch. Nein, nicht Glückwunsch, Ragequit. Es ist doch so behindert. Das ist scheiße. Ich bin wieder hier unten. Was wie hier unten? Ich bin runtergefallen. Du hast gerade nicht einfach so 5 Sterne verloren. Ich hab aber auch nicht gerade. Wieso habe ich auf einmal 12 Sterne? Ne, stimmt, ich habe ja 12 Sterne. Habe ich gerade gewonnen. Ich habe gerade die Anzeigen verwechselt. Komm mal hier durch. Zack. Ach ja, ich bin müde, Freunde. Nee, es war dumm. Ich muss doch da. Oh Mann. Wenn ich jetzt noch einmal hier nach unten falle, dann habe ich keine Lust mehr, ne? Also jetzt ganz schnell hier raus. Und dann machst du das, Jan, dann holst du den 13. Stern. Besiegst Yannick, weil er mal wieder nicht speichert, weil er doof ist. Und ja. Mach dein Maul, okay? Wieso speichert man nicht? Scheiße. Halt einfach dein Maul. Auf einem Ballert. Wo hast du das Ding gefunden? Was? Dieses Fliegeding. Alter, 4 Zuschauer. Ich bin ja richtig krass unterwegs heute. Musst du freischalten. Okay. Hab schon wieder einer vergessen. Ich bin wieder hier oben, ne? Nein! Nee! Aber Leute, lass mal da bin ich doch schon mal runtergefallen, ne? Das ist kein Problem, wir machen es nochmal. Absolut kein Problem. Oh Mann. Jetzt noch einmal, wenn ich jetzt einmal runterfalle, gebe ich auf. Habe ich keine Lust mehr. Oder du stellst dich einfach easy davor und nimmst dann nochmal Anlauf. Das würde auch gehen. Ich bin falsch rumgegangen. Ja, langweilig. Nicht langweilig. Weiß ich jetzt aber jedes Mal wie so ein Hurenkind. Ja, das ist jetzt schon wieder 17 Sterne, sei mal leiser. Ein Vorsprung zu dir, toll. Ja, das sind ganze 5 Sterne, weißt du wie viel das ist? Genau die Differenz, die wir zwischen uns hatten. Also ich 25, du 50. 50? Ja, du weißt, was ich meine, okay? Ja. Alles gut. Wo war ich jetzt hier? War das hier? Nee, falscher Raum. War das hier? Ja. Ich muss sagen, die Kamera an sich ist echt komisch, ne? So, und... In der Tat. So, Leute, das war's. Mario 64 für heute. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss.